Und willkommen zurück. Wir sehen hier gerade noch die Abrechnung des letzten Tages und bekommen 179 Gold. Nice. So. Fünfter Tag. Lauter! Nice. Die ersten Vegetables sind fertig rangezüchtet. Genau 13 Stück. Ja, die anderen wollen uns einfach verarschen. Wow, was ist denn hier los? To our valued Georgia Mart. Mart. Customers. Our team members have removed the landslide caused by our drilling operation near the mountain lake. I'd like to remind you that drilling operation is entirely legal. Percent to na locally. We apologize for any inconvenience. This accident may have us. So, habe ich es richtig verstanden, dass jetzt endlich dieser scheiß Brocken weg ist und wir zur Mine können? Ich hab's bestimmt falsch verstanden, aber ich hoffe es einfach mal, denn ich will so fange Mine. Ah, das wird auch schön. Aber wir haben die Quest ja übrigens beendet, das sehe ich ja gerade. Stimmt ja. 100 Gold kassieren. So, was müssen wir? Warte. Ah, das ist für die Tiere, ne? Reach Farming Level 1 and create a Scarecrow. Oh. Okay. Ich würde sagen, das kriege ich schon hin. Ich habe ja gleich, wenn ich das hier verkaufe, vielleicht wieder ein bisschen Geld. Kann mir dann noch ein paar Potatoes holen. Hol dann vielleicht noch 5. Und hol dann wieder ein paar Parsnipes, ne? Parsnipes oder Parsnipes? Na, ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall werde ich auch heute auf jeden Fall Sebastian suchen müssen, denn. Alter! Was ist mit meiner Energie los? Ey, das ist ja schon richtig hart weg. Okay. Fällt mir auch gerade so auf. Aber das ist natürlich dann dreckig, ne? Und wie letztes Mal schon gesehen, ne? Lass mich raten. Ja. Genau, Lewiston. Ja. Aber bald ist auch schon dieses komische Festival da, ne? Blumenfest? Ne, Eierfest. Eier. So ist Joost dann halt, ne? Es ist sowieso noch nichts auf und keine Ahnung, es ist noch nichts los hier. Deswegen gehe ich als erstes einfach mal sofort oben mal gleich mal nachsehen. Davor habe ich mal ein kurzer Stop, aber die haben erst 9 auf, genauso wie die anderen Sachen auf. Okay. Kein Problem. Bei der Mutter von Sebastian können wir übrigens, und von Maru natürlich, können wir auch, wie soll ich sagen, ja, dieses Coop bauen lassen, glaube ich. Und hier sind wir in der Mine. Mal sehen, wer dieser mysteriöse Mann da vorne ist. Er heißt Marlon. Wir nennen ihn jetzt liebevoll Governor oder Karl. Karl. Karl! Der alte Karl! I was just peering down into this old mine shaft. It's been abandoned for the saints. Ah, meine Kopfhörer fallen raus, sagte Karl. Still, there is probably good ore down there, but a dark place undisturbed for so long. I'm afraid ore isn't the only thing you'll find. Ja, nice. Here, take this. You might need it. Da-da-da-da! You received a rusty sword. Name's Carl, by the way. I run the adventure guide right outside. I'll keep my eye on you. Ja, mehr als ein Ei kannst du ja nicht auf ihn halten, ne? Prove yourself and I might think about making you a member. Okay. Out of order? Oder mich raten? It doesn't seem to be working. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Ich guck mal nach und haben eine Quest bekommen. Wie Staffel 5 in den Minen, okay. Muss ich jetzt hier alles abfarmen? Hier unten haben wir auch Leben. So. Oh. Okay. Es geht hier auf jeden Fall weiter runter. Und unser erster Kampf. Oh. Ich konnte nicht viel falsch machen, aber ich habe es geschafft. Wow!
Die sind nicht mal so ungefährlich. Ey, die machen echt Damage. Und die greifen richtig ekelhaft an und halten viel aus. Small Magnet Ring. Okay. Nice, es collect Items. Es hebt Items einfach auf, okay. Was in unserer Nähe ist. Ah, nice. Ich glaube, das können wir essen. Oh ja, das hat was gebracht. So, ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen weiter runter. Richtig nice, dass wir hier schon Kupfer gefunden haben, aber ich glaube, ich nehme es nicht mit. Wir haben sowieso so wenig Energie. Was ich jetzt höchstens mache, ist das hier mal kaputt. Scheiße. Der Slime muss unbedingt so hart abfacken gerade. So, können wir das denn essen? Oh ja. Oh ja. Cave Carrot ist richtig krass. Ey, das sehe ich ja gerade erst. Heieiei. Da haben wir jetzt schon wieder einiges an Energie. Ah, unser Inventar ist voll. Das ist jetzt meine neue Ausrede, warum ich jetzt, ne? Oh nein. Geh doch mal weg. Warum ich jetzt kein Ohr abbaue. Aber es könnt ihr, glaube ich, verstehen. Ich weiß aber noch eine Sache von meinem damaligen Anspielen. Und zwar können wir nicht den Aufzug nutzen, weil... Eieiei, was ist das denn? Oh nein. Weil wir erstmal immer 5 Etagen, glaube ich, runtergekommen sein müssen. Dann merkt er sich das halt, dass wir zum Beispiel in Etage 5 waren. Und dann können wir automatisch so Etage 5 springen. Aber wenn wir jetzt rausgehen würden, in der 4. Etage, dann wäre halt kacke, ne? Dann, jo, können wir den Aufzug nicht benutzen. Und jetzt haben wir gerade das Bim gehört. Das bedeutet, wir können hier jetzt wieder hochfahren. Genauso können wir jetzt hier rangehen und könnten jetzt einfach in die 5. fahren. Und hier könnten wir halt langsam 1., 2., 3., 4. runtergehen. Aber das wollen wir gerade nicht immer. Reach Level 40. Was? Jo. Wahrscheinlich. Aber zuerst brauche ich ein bisschen mehr Platz in meinem Inventory. Das hier oben ist übrigens die Adventure Guide. Adventure Guide. Proven Adventures Only. Ja, ich werde mir noch beweisen. Glaubt mir. Und hier können wir nicht rüber. Und unten ist irgendwas gestorben anscheinend. Und ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was... Hier geht es aber momentan nicht weiter. Okay. Habe ich auch gewundert. Dann hätte ich mich gefragt, warum bin ich dann damals nicht von diesem Joja-Markt nach oben gegangen und dann zur Mine. Naja, jetzt hat sich die Frage, glaube ich, geklärt. Mal gucken, was hat Linus denn heute sozusagen? Please don't destroy my tent. Ich destroy gar nichts. Nur die Jungfräulichkeit deiner Tochter. Eieiei. Wie tief bin ich gesunken? Ja, theoretisch schon. Hier. Was? 4000 Gold und 100 Stone. Ich glaube, ich spare da drauf. Wir holen uns als nächstes wirklich dieses Gebäude hier. Es ist auf jeden Fall für Tiere. Das steht da ja schon mal. Sebastian, bitte. Bitte. Junge, mach dein Scheiß Zimmer auf. Ich hab jetzt deine fucking Daffodils. Komm doch bitte raus, Junge. Er hasst mich doch so sehr, ey. Ich komme wieder, Sebastian. Bevor der Tag vorbei ist, will ich das scheiß Geld von dir, weil ich deine fucking Daffodil hab. Und jetzt kommt's. Der Plot-Twist ist einfach, er wollte doch keine Daffodil. Sondern irgendwas anderes und das habe ich nicht. Und dann stehe ich so vor dem und sage so, hey, ich hab das, was du wolltest. Hier, deine Daffodil. Dann sagt er so, ey, nein. Wie nein? Ja, ich wollte eigentlich, dass du mir einen Blowjob gibst. Ja, das habe ich jetzt aber nicht dabei. Au! Psch, Pierre. Psch. What am I supposed to do with this? Es essen? Sie mochte es anscheinend nicht, aber sie hat zwei Geschenke bekommen. Das ist doch schon mal gut. Naja, ich weiß, dass es nicht so gut war. Aber man, sei doch einfach mal froh, dass ich dir was gegeben hab.
Mann. Frauen sind so kompliziert und wir haben 420 gemacht gerade dadurch. Das ist krass. Wir machen auf jeden Fall Plus. So. Nehme 20 von denen nochmal mit. Ja, ansonsten bin ich jetzt hier ein armer Schlucker und das kostet einfach 2000. Aber wir wollen 4000 für das eine Jahr holen. Wow, I just realized it's Friday. Ja, hast du recht. Sometimes I totally lose track of time. Kenn ich. This stuff can definitely be incompetent into a healthy diet. Ich hab erstmal die falsche Stimme gemacht. Weißt du, oder war das eher so eine Schwuchtel? Ich habe nichts gegen Homosexuelle. Das war jetzt... Ach, ich werde so oder so, wenn das hier überhaupt einer guckt, gehatet. Easy, kein Problem. It's a beautiful day, isn't it? Das ist jetzt eine Mischung aus beidem irgendwie. Es ist nicht richtig schwul, es ist aber auch nicht richtig... Arschkrebs, es ist einfach eine Mischung aus beidem. Damit müsst ihr euch jetzt anfreunden. Fick dich doch. Mann! Sam, hast du eine Ahnung, was mit Sebastian ist? Der will einfach nicht mit mir reden. Did I ever tell you we used to live in the town? In the city? There's a lot more stuff going on, but it's also kind of noisy and hectic. It's hard to say which is better. Okay. Und was ist das? Gunther can tell you more about this if you donate it to the museum. Okay. Ah, unser erstes Item, das wir abgeben können bei Gunther. Hey Penny, was machst du denn hier? If you dig in the dirt, you can find some interesting things. Sie macht mir Angst. Ich weiß, dass er nicht dick stand, aber ihr wisst, was ich meine. Hi Gunther! Abby, sieh mal. Not a single piece in the entire collection. Ausrufezeichen! What's this? You found something? Let me see it! Remarkable? It's very old. I'd love to study this in greater detail, but it is yours. Lass mich raten, willst du es haben? I've got a favor to ask you. Would you consider donating any new artifacts or minerals that you find? We could make a groundbreaking discovery together. Oh, and who knows, if you keep donating, I might come across some interesting items to send your way. Dude, du hast darüber schon mit mir gesprochen. Think about it, will you? If you decide to donate, just bring the objects to the front desk. Alter, Gunther, wir haben darüber schon gesprochen und ich habe dir schon gesagt, dass alles in Ordnung ist, dass ich dir ruhig Sachen geben kann. Hier, Gunther. Hast es. Donated Museum. So, fangen wir mal hier oben an. $250 Gold? Was? Ja, hab ich noch nicht. Warte mal. Ja, ich will mit dir reden. Dude, ich will einfach nur mit dir reden. Oh, der macht mich wütend, Alter. Ich wollte nur mit dem palabern und der macht auf. Geht ihr mal bitte. Alter. Boah, Frauen. Kein Respekt vor Männer. Schrecklich, schrecklich. Da. Hi, it's simple to be friends. I don't have much to say. Okay. Ich geb gleich der halt einfach nur der für den Alter, ohne Witz. Sebastian, Alter. Sogar Pam geht jetzt schon. Sebastian! Hey, thanks for the help. This is just what I want. I don't really know you. Finally! Ja, endlich wieder saufen, nicht wahr, Pam? Hey, Gus, give me another bit of your strongest. Hey, Gus, give me another bit of your strongest. Gus!
give me another pint of your strongest. Es wird jedes Mal besser, so mehr sie trinkt. Müsst ihr mal drauf achten. Das wird, sie atmet auch immer schwerer. Besser gesagt, ja, ich sag immer sie, aber wir wissen alle ganz genau, dass es keine sie ist. Ja, ja. Wir denken an das Gleiche, Leute. Glaubt mir. Ich muss nicht mehr sagen. Der Mochi kriegt bald noch graue Haare bei den Einwohnern dieser Stadt. Also manchmal denke ich mir echt so, die wollen mich verarschen. Also Sebastian die ganze Zeit in seinem Zimmer. Er kam gerade einfach nur raus, um in den fucking Saloon zu gehen. Okay. Ich sag jetzt nicht, dass es irgendwie, ne, sehr traurig ist, dass man nur aufsteht, um halt einen Saufen zu gehen. Aber doch, das ist schon irgendwie sehr traurig. Ne? So, verbraucht das hier eigentlich auch enger Energie? 78. Ja, okay, ne? Was? 2 pro gegossenes Ding? Eieiei. Das heißt, wir haben gleich so gut wie nichts mehr da. Hammer. Der nächste Tag ist auch schon fast wieder vorbei. Oh Mann, so eine Folge vergeht aber auch einfach viel zu schnell, ne? Das Wasser ist leer. Die Kanne ist leer. Easy. So. Nein, alles. Kann ich auch mal. So. Ordnen. Was? Wie ordnet denn bitte das Spiel das alles hier? So. Ich würde sogar fast so sagen. Besser. Was abgeben habe ich jetzt eigentlich nicht? Ich fäll noch einen Baum. Ich fäll jetzt noch einen Baum, bevor ich schlafen gehe. Kein Problem. Come on, Mochi. Perfekt. Ups. Jeden Tag einfach einen Baum fällen und man kommt immer näher an sein Ziel ran. Genauso wie Steine farmen. Das könnten wir vielleicht morgen machen. Hm? Delivery? Ah, stimmt. Perfekt. Ey. Oh! Ist Mochi etwa ein Gesandter des Teufels? Da. Anscheinend. Wer 666 Gold halte, der ist auf jeden Fall verdächtig. Ne, Mochi. Du musst es zugeben. Dass es sehr verdächtig ist. Naja, okay. Das war behindert. Aber egal. Auf jeden Fall haben wir heute mal wieder ein bisschen was geschafft. Und wir haben ein paar Quests. Ja, endlich mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt dann demnächst wieder mit der nächsten Folge. Und das wäre auch schon die 5. Folge von Stardew Valley. Und es wäre ein Samstag. Ein Tag für Louis' Geburtstag. Ich werde mich auch mal im Internet schauen machen, was Louis so gerne als Geschenk hätte. Vielleicht finden wir das ja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns halt wie gesagt bald wieder und denkt immer dran. Love ya.